Grüß Gott und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe versprochen, dass ich noch eins mache, bevor ich mich die Tage auf den Weg begebe. Und ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wohin ich mich begebe. Es ist alles sehr seltsam. Manchmal kommen wir im Leben an so einen Kulminationspunkt, wo verschiedene Abzweigungen möglich sind. Und teilweise liegen sie in unserer Hand und teilweise bestimmt vielleicht dann das Leben, wie es weitergeht, oder der Ball liegt bei jemandem anderen. Auf jeden Fall, was ich deutlich merke, ist, dass es eine Sache ist, wie weit wir unseren eigenen Haushalt generieren und managen und da in Harmonie sind. Aber, ich habe es oft erzählt, spätestens wenn es dann darum geht, in Kontakt mit anderen zu treten, an der Grenze, dann gibt es oft Unstimmigkeiten und dann liegt es in unserer Hand, damit umzugehen. Aber es ist nicht immer leicht, wenn eine geliebte Person, wenn ihr wollt, dass eine geliebte Person nah an euch dran ist und gleichzeitig eine dunkle Entität im Spiel ist. Ich vergleiche es vielleicht ein bisschen mit jemandem, der mit jemandem verheiratet ist, der alkoholsüchtig ist. Und er liebt diesen jemand. Aber es ist ein Dreiecksverhältnis, weil der Alkohol mit im Spiel ist oder ein Junkie und die Droge ist mit im Spiel. Und reden wir mal davon, dass wenn ein verletztes Kleinkind beschließt, dass es nicht nur einfach verletzt ist, sondern dass es diese Verletzung kompensiert, dass es Energie beziehen will wieder, weil die Opferrolle, die Ohnmächtige, ist nun mal einfach weder sexy noch ist sie angenehm, das wissen wir alle. Im Schmerzkörper zu sein ist weder sexy noch angenehm. Also nehmen wir an, dass jemand, um aus dieser Ohnmacht herauszukommen, eine alte Gewohnheit bedient oder aber eine alte Entität auf den Raum, auf den Plan ruft. Ob nun bewusst oder unbewusst, einfach eine alte Gewohnheit. Wie entsteht sowas? Durch niedrige Schwingung. Wenn wir verletzt sind und wir können nicht einfach nur offen und ehrlich dazu stehen, dass wir verletzt sind, sondern wir machen etwas draus, wir kompensieren es, wir überdecken es. Wir überdecken es mit, ich denke, kompensieren ist schon das richtige Wort. Wir machen etwas draus. Wir bedienen eine alte Gewohnheit, beziehungsweise wir füttern einen alten Wolf. Ich habe mal diese Okitok-Sendung gemacht, welchen, ihr kennt diese Geschichte, diese indianische Weisheit, wo ein kleines Kind fragt, wie werde ich mich entwickeln? Und der Vater oder der Großvater, ich weiß nicht mehr, sagt, nun, es sind zwei Seelen in deiner Brust oder zwei Wölfe in deiner Brust und es hängt davon ab, welchen du davon fütterst, wie du dich entwickelst. Und ich denke, dass wir immer die Wahl haben, ob wir in einer Krisensituation in dieser äußersten Verzweiflung, darüber habe ich letztes Mal gesprochen, als ich dieses Beispiel erzählt habe von dem jungen, geliebten Menschen in meiner Umgebung, welcher mir erzählt hat, wie sich dieses Menschlein hier durchgecoacht hat. Das heißt, es geht nicht darum, welche Themen wir haben. Es geht überhaupt nicht darum, welche Themen wir haben. Wir haben alle Themen. Würden wir keine Themen haben, würden wir nicht leben. Leben heißt Themen haben. Und die tauchen auf. Und dann kann jahrelang nichts sein und dann taucht ein Thema auf, so wie jetzt in meinem Leben, es taucht ein Thema auf. Ein sehr, sehr altes, verkrustetes Thema, ein sehr altes Familienthema. Und es wird in mein Leben hineingetragen. Ich habe es mir nicht aktiv eingeladen, aber ja, es wird in mein Leben hineingetragen. Und jetzt ist es da und jetzt gilt es, damit umzugehen. Und ich sage, es ist nicht wichtig, welche Themen wir haben, wie schlimm die Themen ist. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und wir gehen auf eine Zeit zu, wo es nicht mehr möglich sein wird, mit dem Wolf, mit diesen Entitäten, mit diesen niederen Schwingungen, die
die geprägt sind, die sich nähren von natürlich Angst, aber auch Neid, Missgunst, Hass, Macht und Kontrolle, Prestige, Konkurrenzkampf, sich besser fühlen als andere, andere zu kontrollieren und zu manipulieren, das alles ist etwas, wenn wir das füttern, bekommt es, ist es eine eigene Entität. Und das kann eine uralte Entität sein. Wir können von etwas reden, was aus einem früheren Leben ist. Das kann eine Gutsherrenmentalität sein, ne? Anzunehmen, dass alle anderen einem zu dienen haben und deswegen meint man in diesem Leben ein Recht darauf haben, dass andere einen dienen. So wie im Cinderella-Märchen, ne? wo die beiden Schwestern vollkommen natürlich, für sie völlig natürlich oder völlig selbstverständlich angenommen haben, dass es ihr Recht ist, bedient zu werden. Und dass es ihr Recht ist, das schönste Kleid zu haben und das schönste Leben und das Beste zu. Das Beste ist nur für sie reserviert. Und da war diese Cinderella, dieses Aschenputtel im Keller. Und es hatte eine wichtige Rolle. Ne? Also, weil wenn du niemanden hast, dem schlechter geht, dann kannst du dich nicht besser fühlen, weil das liegt in der Natur der Sache. Du brauchst einen Vergleich. Wenn du zum Ball gehst, dann kannst du nur die Schönste und Tollste sein, wenn daneben jemand einfach im Vergleich abschmiert oder weniger schön ist oder so. Und so sind wir hier auf einem Konkurrenzkampf oder in einem Entweder-Oder, in einem, und das ist gerade in der spirituellen Szene, darf man das nicht übersehen, wie sehr das gerade dort zelebriert wird, dieses wer ist weiter, wer ist weniger weit, oh, du bist ja nicht so weit, wie du denkst und so weiter. Ne? Also das ist ja ein richtiger Marathon, ein richtiger Konkurrenzkampf. Und warum erzähle ich dieses ganze Geschwafel? Nun, weil letztendlich sind wir auf einem Weg mit uns. Nur wir mit uns. Und nur wir entscheiden, wie wir diesen Weg zu gehen haben. Wir sind wie der Kapitän auf einem Schiff. Wenn eine Welle daherkommt oder wenn Wind aufkommt, nehmen wir an, es ist ein Segelschiff, ein altes, dann ist es, denn da war es noch so, dass der Kapitän wirklich die Entscheidung getroffen hat. Und dann sagt der Kapitän, okay, dieses Segel wird jetzt aufgezogen. Und dann hat er damit zu leben. Es ist seine Entscheidung. Ob dann andere sagen, das ist eine übertriebene Maßnahme oder zu wenig oder wie auch immer. Jeder geht durch sein Leben und trifft seine eigenen Entscheidungen und ist dafür verantwortlich. Und der eine Weg ist vollkommen anders als der andere. Und wenn einer meint, ja, aber mir taugt das mit diesen alten Entitäten. Ich finde das klasse. Ich habe das immer so gemacht, ich werde es immer so machen und dann kommt dann irgend so jemand daher und behauptet, der Kaiser hat keine Kleider an oder sonst irgendwas, benennt eine unliebsame Wahrheit. Das ist wie in unserer Gesellschaft jetzt kollektiv. Das wird nicht gerne gesehen. Das ist ein Aussätziger, ein Paria, das ist ein Störenfried. Und warum mache ich dieses Video? Nun, ich bin tatsächlich ganz persönlich betroffen, das sage ich ganz ehrlich. Ich bin sehr, sehr persönlich betroffen. Und wisst ihr, ich habe nur eine Verpflichtung. Ich habe nur die Verpflichtung gegenüber meiner Kleinen, gegenüber mir selbst. Ich habe meiner Kleinen versprochen, in meinem Leben gibt es solche Verpflichtungen nicht mehr, dass mich jemand anderer unter Druck setzt oder mich manipuliert oder für mich für irgendetwas missbraucht. Ich habe meiner Kleinen versprochen, dass die Zeit von Cinderella vorbei ist. Dass niemand mehr befehlen kann, putz mir die Schuhe oder hol mir ein Brot oder bring mir was zu trinken oder vielleicht auch etwas, was viel, viel mehr getarnt ist. Und dieses Versprechen ist tatsächlich ein heiliges. Das ist eine Sache zwischen meiner Kleinen und mir, zwischen der Großen, meiner Kleinen, meinem inneren Mann, Frau, was auch immer. Und jeder kann nur für sich diese Entscheidungen treffen, auf das er aufrecht gehen kann und kann sich fragen, füttere ich hier einen falschen Wolf? Ich meine einen, in dem Sinne gibt es ja keinen falschen Wolf, sondern füttere ich hier den Wolf, der die Macht übernehmen wird. Es geht hier um Macht und Kontrolle. Und es ist nicht immer der Teil, der mit Kreide redet, der beste Teil ist. Nein, denn gerade psychopathische Strukturen tarnen sich sehr, indem sie Kreide fressen.
Im Gegenteil, die List und die Tarnung und die Täuschung ist ein wesentliches Element von diesen Entitäten, über die wir hier reden, oder über diese Art von Wölfe. Das heißt, wirklich von Herzen zu reden, ist oft eine Geschichte, die ist beinhart. Ich habe das in meinem letzten Video, habe ich das erzählt, ne? Weil ich das ein so wunderschönes Beispiel fand mit dem Michael, wie er ganz klar zu mir Stopp gesagt hat. Es war ein ganz klares Stopp und manch einer könnte jetzt sagen, oh, das war aber nicht nett, das war unhöflich, oder manch einer könnte vielleicht sogar jetzt hineininterpretieren, das sei aggressiv. Aber nichts davon. Es war ein Christbaum, ohne Lametta und ohne Kugel oder irgendwas drauf. Es war nicht mit Emotionalität behangen. Es war ein ganz, ganz klares Stopp. Und ich konnte es als solches nehmen. Aber mir fällt immer wieder auf, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so viele Reden und Kreide gefressen haben und ihren Wolf verleugnen, ihn tarnen mit weißen angestrichenen Pfoten und Kreide fressen. Es ist an jedem von uns zu schauen, ob wir einen solchen Wolf bedienen. Wir können es natürlich auch eine Entität nennen oder, wie wir es mit Marc besprochen haben, eine egregoriale Struktur. Manche sagen, es ist etwas, das dann im morphogenetischen Feld ist. Aber mir gefällt der Begriff Entität sehr gut, denn oft gibt es ja Entitäten, die schon sehr alt sind. Ich habe gesagt, es kann aus einer anderen Inkarnation kommen, aus einer früheren. Es kann aber auch eine frühkindliche, also eine sehr, sehr, eine Entität, die aus der Kindheit gewachsen ist, vielleicht aus einer großen Verletzung. Kinder reagieren verschieden, wenn sie gedemütigt, geschlagen, misshandelt werden. Manche werden zu Tätern, weil sie dann mehr das Gefühl haben, dass sie etwas gegen diese Ohnmacht machen können. Und wenn sie wieder die alte Ohnmacht spüren, dann verwandeln sie es in eine Machtstruktur, indem sie dann andere manipulieren, anderen ihren Willen aufzwingen, Dinge verdrehen. Mir fällt auch da das Wort Tribunal ein. Den anderen aburteilen. Ich habe eine Dokumentation gesehen, ich möchte gerne mit dem Marc darüber eine Sendung machen, denn das war sehr, sehr spannend. Wir haben eine Dokumentation, oder ich habe eine Dokumentation gesehen, die gerade erst durch Arte rausgekommen ist, und da sieht man diesen Jacob Zuma, den früheren Präsident von Südafrika, wie der eine mafiöse Struktur aufgebaut hat, gemeinsam mit dieser indischen Oligarchenfamilie Krupka. Und dann erscheint er tatsächlich jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen erst, vor dem Gericht. Und was macht er? Als erstes kommt er mit einer riesen Anschuldigung. Also er gibt dasselbe zurück, beschuldigt den anderen genau dessen, was ihm vorgeworfen wird. Ja, das ist das, was wir schon die ganze Zeit erleben. Dieses und zwar mit noch mehr Färbe, ne? Also so ein Tribunal. Er dreht das Tribunal um, sodass die anderen diejenigen sind, die vor dem Tribunal stehen. Was er als nächstes macht, ist, dass er die Empörung, die Entrüstung, die moralische Überlegenheit und ganz viel Empörung und Entrüstung. Ich würde mal sagen, der Unterschied ist, wenn wir etwas einfach von Herzen sagen, dann kann das sein, dass wir es mit einem scharfen Schwert zu tun haben und es ganz klar ausdrücken. Aber es ist ruhig und es ist klar. Interessant ist, wenn es dann aufgeplustert wird. Und dann, wenn diese Entitäten ihre Wirkkraft entfalten, dann fängt es an, dass jeder auf einmal in seine alten Strukturen zurückverfällt, dass jeder betroffen ist und daraus emotional betroffen reagiert. Das Interessante ist, was ich sehr interessant bei dieser Gerichtsverhandlung fand, war, dass derjenige, dieser Jacob Zuma, der war null betroffen. Er war nur geschickt. Er hat gesprochen mit Kreide gefressen, so als hätte er Kreide gefressen. Und er hat alles umgedreht und hat aus dem Messer, das gegen ihn gerichtet war, hat das Messer umgedreht. Und diejenigen, die natürlich wirklich an der Wahrheit interessiert sind, waren alle betroffen. Und ja, er hat nicht die Verantwortung übernommen für diese Entität, die Macht über ihn hat. Vielleicht ist er mittlerweile so mit dieser zusammengewachsen, dass da jegliche Hoffnung verloren ist.
Vielleicht ist er gar kein Mensch. Egal. Aber davon rede ich nicht. Ich rede davon, dass wir oft, gerade in diesen Tagen, wo alles sich so zuspitzt, da sind wir oft konfrontiert im engsten Freundschaftsbereich, im engsten Partnerschaftsbereich, im engsten Familienbereich, sind wir oft damit konfrontiert, dass diese Entitäten nochmal ihre Fratze zeigen. Und zwar warum? Weil es jetzt an der Zeit ist. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Zeit. Wir können die alten Gewohnheiten, wir können diese alten Entitäten, diese alten Strukturen, diese destruktiven, zerstörerischen Strukturen, diese Machtstrukturen, wir können sie nicht mitnehmen. Es ist ganz wichtig, dass sie aufgelöst werden, dass sie erlöst werden und dass sie verabschiedet werden. Und dann ist es ein Problem. Und das meine ich jetzt wirklich ein Problem. Ich benutze das Wort nicht gerne. Aber in dem Fall, ja, es ist eine Challenge, eine Herausforderung. Wenn jemand sich so sehr mit dieser Entität ins Bett legt, sich mit ihr identifiziert, mit ihr verbacken ist, dass wenn du anfängst, diese Entität in der Person zu kritisieren, dass sie als Ich sich dir entgegenstellt. Und dann wird es schwierig. Denn dann können wir letztendlich nur, diese Person aus unserem Fleisch herausschneiden wie ein Furunkel. Wenn es aber jemand ist, den wir lieben und wo es auch einen anderen Teil gibt, ne? Also nehmen wir an, diese Entität hat nur manchmal einfach die Führung. Und den anderen Teil lieben wir aber, oder den Menschen an sich lieben wir. Aber die Persona, die manchmal von ihr Macht ergreift, mit der können wir nicht mehr. Es geht gar nicht um Wollen. Also ich für mich kann sagen, ich könnte nicht mehr. Ich könnte mit solchen Strukturen, ich kann schon mit ihnen umgehen, aber ich kann nicht mehr mein Leben mit ihnen verbringen. Das heißt also, dann müsstest du dich hier entscheiden, willst du jetzt diese Person aus deinem Leben herausschneiden, willst du sie zurücklassen, oder ist es möglich, dass die Person selber feststellt, denn mal ganz ehrlich, wer, der mit so einer Entität im Bett liegt, kann glücklich sein? Niemand. Denn es kommt der Moment, da geht es nicht mehr darum, da ist nicht das Spotlight auf uns, da sind wir nicht bei einer Einladung oder mit anderen, sondern da sind wir ganz allein mit uns selbst im Schlafzimmer. Und dann ist die Frage, da zeigt es sich, inwieweit bin ich mit meinen inneren und äußeren Anteilen im Reinen? Inwieweit habe ich in meinem Haus aufgeräumt? Inwieweit bediene ich, nähre ich die Anteile, die wichtig sind, die konstruktiv sind, die schöpferische Seelenanteile sind? Oder inwiefern nähre ich einen Wolf, der sich von niederen Energien, der sich niederer Energien bedient, der sie braucht, der sich auch wohlfühlt? Und ich meine, dieses Wohlfühlen, wisst ihr, es gibt ja auch dann, oft sind Menschen gar nicht aggressiv, sondern sie sind harmoniebedürftig und wollen einfach nur, dass alles ja so ist wie immer und dass alles ruhig ist und alles nett ist, also kurzum der Schokoteig. Aber es ist halt oft so, dass sie tatsächlich sich vielleicht sogar in der Scheiße wohlfühlen, denn die ist auch schön warm und kuschelig, und wenn man immer da drin ist, dann merkt man gar nicht, was das ist. Oder es ist der Schokoteig. Aber wie die Made im Schokoteig können wir nicht länger existieren. Die neue Welt, die eigentlich eine ganz, ganz alte ist, die neue Dimension, die neue Frequenz, kann diese Entitäten, die sich im unteren Bereich der vierten Dimension befinden, nicht mitnehmen. Wir sind gewohnt, in der dritten Dimension zu leben. Und jetzt geht es darum, aufzusteigen in die fünfte Dimension, aufzusteigen. Ja, okay, rauf zu gehen, die Schwingung zu erhöhen zur fünften Dimension. Ja, okay, sagen wir es so. Und am unteren Ende der vierten Dimension kommen wir in den Kampf mit den dunklen Entitäten. Und das können uralte Familienstrukturen sein, eingefleischte, eingewachsene Familienstrukturen, die allen völlig normal erscheinen. Das ist doch normal, so haben wir es doch immer gemacht. Aber eines ist, wenn du raufgehst in die fünfte Dimension, können die nicht mehr mitgehen. Du entlarvst sie. Wenn du von oben raufschaust, entlarvst du sie. Und dann merkst du, wie kannst du dich denn auch nur einen Moment mit dem identifizieren? Das bist doch nicht du.
Das bist doch nicht du, dieses kleinmütige Wesen, was anderen irgendwie die Butter auf dem Brot nicht gönnt, was sich irgendwie profilieren muss auf Kosten von anderen, was sich hervortun muss auf Kosten von anderen, was anderen nicht gönnt, dass sie scheinen, dass sie in der Welt, die glauben, dass es hier in dieser Welt nicht genügend Sonnenschein für alle gibt, die meinen, oh, der, ja, das ist der Unterschied. Der Scheinwerfer, der künstliche Scheinwerfer von Hollywood, was völlig abgetakelt mittlerweile ist, der künstliche Scheinwerfer, ja, der ist tatsächlich Mangelware. Der kann nur entweder auf dem oder auf dem sein. Du kannst auf einem Theater nicht alle gleichzeitig beleuchten. Aber in der Natur, die Sonne, sie scheint auf alle gleichzeitig. Und da gibt es nicht ein Entweder-Oder oder dass ich nur groß bin, wenn der andere klein ist oder dass ich größer scheine, wenn der andere weniger scheint. Nein, da ist es eine Win-Win-Situation. Wir sind alle glücklich, wenn wir alle scheinen und wenn es uns allen gut geht. Aber es liegt in der Hand von jedem Einzelnen, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht. Er kann das nicht abgeben. Er kann das nicht abgeben. Du kannst nicht den anderen die Schuld dafür geben, dass es dir nicht gut geht. Du kannst nicht Schuldzuweisungen machen an andere und sagen, ihr seid schuld, weil es mir nicht gut geht. Nein, es ist so, wie ich es letztes Mal beschrieben habe, mit dieser dunklen Nacht der Seele von diesem jungen Menschlein. Es heißt, das zu konfrontieren, die ganze Angst zu konfrontieren, die Angst vor der Einsamkeit, vom Verlassensein, immer auf sich gestellt zu sein. Letztendlich ist das der größte Schatz. Aber damit wir diesen Schatz entdecken, heißt es, dass wir die ganzen Kompensationen gehen lassen. Die ganzen anstatt in seiner eigenen Größe zu sein, sich mit dem Teufel, im wahrsten Sinne des Wortes, sich mit dem Teufel zu verbinden. Wir alle kennen die Geschichte von Sherlock, von Shakespeares Kaufmann von Venedig, der ein Pfund Fleisch verhökert hat. Dann war es sein Herz. Das war ein Bund mit dem Teufel, oder wir kennen es natürlich auch von Mephisto. Und der Teufel hat viele Gesichter, aber er ernährt sich immer von dunklen, von niedrig schwingenden Energien. Und in diesen Tagen geht den Dämonen so sehr die Nahrung aus, sie sind so ausgehungert, dass sie schauen, dass sie noch einmal raffen können, was geht. Und so erleben wir in diesen Tagen in so vielen Institutionen, Firmen, Schulen, Familien, Partnerschaften, erleben wir das, dass die noch einmal versuchen, hier mal noch ganz groß aufzuspielen, sozusagen der letzte Tango, der letzte Walzer der Tyrannen. Denn der Tyrann ist in dem Moment in uns. Und es liegt in der Verantwortung von jedem Einzelnen für uns, wie wir mit diesem Tyrannen umgehen. Und ihr wisst, dass ich schon sehr, sehr früh immer gesagt habe, ab auf die Hundedecke, was diese Tyrannen betrifft, ihnen kein Futter zu geben, sie in die Schranken zu verweisen, sie von sich zu weisen, weiche Satan, weiche von mir, hat Jesus gesagt in der Wüste zu Satan. Du kannst diesen Satan, du kannst keinen Deal mit diesen Kräften machen. Das ist beim Kaufmann von Venedig genauso sichtbar wie bei Mephisto. Das ist, was unsere Gesellschaft gemacht hat. Sie haben Deals mit dem Teufel gemacht. Ein Pakt mit dem Teufel sind sie eingegangen und letztendlich ist es dann der Mensch, der sich dadurch verkauft und der dadurch keine Chance mehr hat. Das heißt, nicht nur, wenn wir aufsteigen wollen, wenn wir überleben wollen, wenn der Mensch in uns überleben will, ist es notwendig, um die Not zu wenden, dass er Satan Einhalt gebietet, dass er keinen Pakt mit ihm eingeht, dass er den Pakt beendet, die Verträge cancelt, und sagt, danke, aber nicht mit mir, stopp, da sind wir wieder bei dem Stopp. Und ihn aus dem Leben zu entfernen, ihn zu entlassen. Und damit wir das machen können, ist es wichtig, die Struktur zu erkennen. Sie zu benennen, sie zu erkennen, sie zu entlarven. Wenn wir die drei Affen machen und sagen, es gibt sie nicht, ist doch alles gut, ist doch alles wunderbar, ist doch alles wie immer, werden wir sie nicht entlarven können. Und dann wird genau das passieren, worüber wir schon die ganze Zeit reden, nämlich, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Und das Seltsame ist, dass das auch sehr, sehr viele sogenannte Aufgewachte sind, die immer noch einen Pakt mit dem Teufel haben. Einen Pakt mit einem Dämon. Vielleicht ein bestimmter Dämon. Vielleicht ist es notwendig, diesen Dämon zu spezifieren. Was ist das?
der Dämon, der zum Beispiel meint, über andere richten zu können, sie zu manipulieren, sich über andere zu erheben, sie abzuurteilen. Und ich weiß, dann kommt sofort die Projektion. Denn wenn du dein Schwert mit reinem Herzen führst und diesem Dämon den gordischen Knoten durchschneiden willst, dann wird er sich wehren, indem er sagt, du bist arrogant. Du richtest. Er wird das genau sagen. Nun, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass wir uns selbst die Frage stellen können oder müssen, geht es hier um mich als Mensch oder geht es um einen destruktiven Teil, der sich mit der niederen Schwingung verbündet hat? Und dann kommt die schwierige Aufgabe, denn dann müssen wir uns von dem heraustrennen, damit wir nicht länger mit ihm verbacken sind, damit wir wieder trennen können. Das bin ich, ein göttliches, beseeltes Wesen. Ich mag gerade unglücklich sein, ich mag einsam sein, ich mag mich im Moment minderwertig fühlen oder sonst irgendwie verlassen, ein kleines Häuflein Elend vielleicht, aber das bin ich oder es ist ein Teil von mir. Aber das andere, wenn ich eine niedere Entität als Teil von mir erachte, dann bin ich im Bunde mit dem Teufel. Wenn ich erkenne, hier ist jemand, der sich davon nähert, von Neid, Missgunst, Angst, Einsamkeit, Verlassenheit, Ängste, Mangel, Gier, mich selbst erhöhen auf Kosten von anderen, andere zu erniedrigen, sie klein machen, dann weiß ich, mit wem ich da es zu tun habe. Und ich denke, dass das in diesen Tagen noch sehr stark auf uns zukommen wird, ob jetzt kollektiv oder individuell. Und es ist, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, es ist scheiße anstrengend, weil, was wir nicht übersehen dürfen, ist, selbst wenn wir hier oben ganz klar bleiben, ganz klar, dead clear, wie ich immer sage, unten drunter ist die Zellerinnerung. Und das kann sein, dass das Erinnerungen aus vergangenen Leben sind oder Zellerinnerungen aus der Kindheit. Und im Körper sind sie noch drinnen, selbst wenn wir hier ganz klar sind. Und dann braucht es Zeit und Liebe und manchmal kommt ein Kulminationspunkt. Das Leben führt uns in diesen Tagen vielleicht auch genau dahin. Warum? Weil wir es können. Ja, weil es an der Zeit ist, weil wir es können. Und dann führt uns das Leben genau dorthin, auf dass wir es mit dem Schwert wie den gordischen Knoten durchschlagen. Aber das geht nur am richtigen Moment. Das geht nicht 5 vor und nicht 5 nach 12, sondern es geht nur um 12 Uhr, high noon. Das geht genau am richtigen Moment. Und das ist vielleicht eine sehr private Geschichte dann, eine sehr intime Geschichte. Das ist vielleicht etwas, was wir dann gar nicht mit dem anderen ausmachen, sondern im stillen Kämmerlein den gordischen Knoten zerschlagen. Und das kann auch darin bestehen, aus einer ganz klaren Ansage, mit mir nicht. Ich stelle mich dafür nicht mehr zur Verfügung. Ich gehe nicht. Ich gehe keine Deals ein mit diesen Energien. Ich lege mich nicht mit ihnen ins Bett. Ich verbünde mich nicht mit ihnen. Ich biedere mich diesen Energien nicht an. Im Gegenteil, ich erkenne sie und indem ich sie erkenne, entlarve ich sie und indem ich sie entlarve, haben sie keine Macht mehr. Und das können ureingefleischte, ganz, ganz alte, familiäre, kollektive Dämonen sein oder Verhaltensmuster, die egregoriale Strukturen entstehen lassen, die selbstständige Wesenheiten in dieses morphogenetische Feld setzen und dann vielleicht die ganze Familie dadurch tyrannisieren. Und es ist in diesen Zeiten möglich und es ist auch notwendig, es aufzudecken und sich von ihnen zu verabschieden und sich auf Neuland zu begeben, auf unbekanntes Terrain, auf Terra Incognita. Und ich meine, das kann jeder für sich schon mal machen und dann wird er aber vielleicht feststellen, so wie ich auch, dass er vielleicht in dem Gefüge, also mit sich vollkommen im Reinen zu sein und dann im Gefüge tauchen die alten Themen wieder auf. Wir kennen das alles, wenn eine Hochzeit stattfindet oder ein Begräbnis, das sind so die Klassiker.
wo wir auf einmal mit den Familien konfrontiert werden und dann tauchen auf einmal diese alten Entitäten wieder auf. Und wenn wir ganz, ganz stark sind, dann tauchen sie besonders auf, weil dann haben wir natürlich die Kraft, dass wir es zerschlagen. Und wir machen uns damit unbeliebt. Wir werden vielleicht sogar gehasst dafür. Und dann heißt es, standhaft zu sein und sich genau zu fragen, ist da eine andere Motivation dahinter, als die, den Dämon zu benennen und vorzuführen? Sich das zu fragen. Auf das es glasklar ist, ohne irgendwie behaftet zu sein. Ich nenne das den Christbaum ohne Christbaumschmuck. Und für manche ist das zu viel oder beziehungsweise zu wenig. Die können das nicht nehmen, auch nicht eine klare Ansage, die nicht irgendwie ausgeschmückt ist oder die nicht durch irgendwas abgeschwächt wird oder relativiert wird, sondern die einfach so im Raum steht. Was mir auffällt, ist, dass wenn man etwas sehr, sehr klar benennt, wir empfinden, dass viele, die so gewohnt sind, in diesem Schokoteig zu leben, empfinden das als aggressiv. Wenn man einfach etwas benennt, wie es ist. Und diese Dämonen zu benennen, diese Entitäten zu benennen, ist wichtig, dass das entschieden ist. Das ist nicht möglich mit so herumgewaber und ja, eventuell und das könnte eventuell. Nein, das heißt, dead clear. Und ich wünsche mir, dass das jeder für sich kann. Dass jeder für sich diese Klarheit entwickelt oder sie wiederfindet, um zu wissen, wo liege ich im Bett mit einer von diesen niederen Entitäten. Die müssen nicht immer aggressiv sein, die können auch manchmal sehr verführerisch sein. Aber irgendwas in einem lässt einen schon ahnen, dass da was nicht stimmt. Man fühlt sich nicht wirklich gut damit. Es ist wie so eine kurzfristige Befriedigung. Ne? Wir haben ein Machtspiel betrieben, wir haben irgendwie einen Ausbruch bekommen, wir haben jemandem was vorgeworfen und kurzfristig fühlt es sich irgendwie angenehm an, weil vertraut und man hat sich eine Erleichterung verschafft. Aber auf längere Hinsicht kommt es zu einem zurück und man spürt, dass man dadurch nichts gewonnen hat. Im Gegenteil, dass man dadurch unten geblieben ist. Und dann ist man genau dort, wo man eben heraus wollte. Dann ist man wieder im Schmerzkörper, in der Trauer, in der Einsamkeit, in der Angst, im Mangel. Da führt der Weg nicht raus. Der Weg führt raus, indem wir ganz, ganz ehrlich uns eingestehen, wo unsere Ängste liegen, wo unsere Verzweiflung liegt und dass wir diesen verzweifelten kleinen Teil trösten und nähren und nicht ihn in den Schrank sperren und stattdessen irgendein Halligalli-Kokolores nach draußen. Eine Persona, eine Maske, ein Auftritt, ein Theaterstück spielen. So, das war ein etwas anderer Blick heute. Ich gebe zu, ich bin persönlich betroffen. Ich bin sehr betroffen. Ich erlebe Kulminationen am eigenen Leib, die nicht schön sind, die sehr anstrengend sind. Und auf der anderen Seite ist es ganz, ganz deutlich erkennbar, sie müssen jetzt auf den Tisch. Es ist nicht mehr länger die Zeit, wo sie noch unterm Tisch sein können. Sie müssen auf den Tisch. Es ist jetzt an der Zeit, sie zu behandeln. Es ist an der Zeit, sie zu benennen, sie aufzuerkennen, sie zu analysieren, sie ganz klar aufzuzeigen und sie dann zu verabschieden. Da ist nichts zu beschönigen. Es gibt Zeiten, da ist nichts zu beschönigen. Es ist, wie es ist. Und das Leben hat immer recht. Ja, und so können wir nichts anderes tun, als uns da gut durchgeleiten. Können wir nichts anderes tun, als uns gut durchgeleiten, uns zur Seite zu stehen, uns nicht im Stich zu lassen und uns nicht in den Rücken zu fallen. Und das möglichst aufrecht. Ich hoffe, dass ihr diese Situation nicht erlebt, dass ihr überhaupt nicht wisst, wovon ich rede, aber ich glaube, dass das in den seltensten Fällen der Fall ist, denn wir haben einfach eine Situation, die sich so zuspitzt im Kollektiven, mit den Energien. Diese Entitäten spüren, dass ihnen die Fälle davon schwimmen und dementsprechend machen sie jetzt nochmal ganz, ganz ordentlich mobil, sowohl auf der großen geopolitischen, kosmischen Bühne als auch in den Beziehungen, in der Gesellschaft, im Untereinander. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen etwas vermitteln. Ich habe euch lieb, alles Liebe, tschüss.